Schönen guten Tag, ich habe noch nie Herr der Ringe geguckt. Und das ist nicht ganz so nice, aber dafür kann ich jetzt eine First-Time-Reaction aufnehmen. Heute gucke ich also der Herr der Ringe, die Gefährten. Und natürlich auch so ein bisschen kennt man das ja einfach so. Du kennst hier den Goblin da, den Gollum. Seinem Schatz, einen Ring, sie zu knechten und einen Ring. Wir haben so noch zwei andere Probleme. Einmal das Zitatrecht und dann noch der Ton. Ich bin nämlich zu voll, Kopfhörer anzuschließen. So ein Power Rangers-Typ da. Ja, das wirkt gerade so ein bisschen wie dieses Power Rangers Mystic Force Intro-Dings. Back-Story-Teil. Was machen die? Was ist los? Oh. Das sieht aber gar nicht gut aus. Na, nice, man. Warum ist Cersei gegen Sturm in dem Ring? Der Gollum. Was ist eigentlich Gollum für ein komisches Viech, Alter? Komm, flüstert die jetzt! Der Ring hat aber weggelaufen, so. Ja, okay. Boah, was ist denn für eine ewig lange Backstory da, Alter? Das ist Beutlin, der da rumsitzt. 60 Jahre später. Das ist nicht Beutlin, okay. Okay. Gandalf! Herr der Ringe-Profi, sag ich dir. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Okay. Oh, ich meine, ich kann auch mitspielen eigentlich. Was ist das denn für ein Quatsch, ja? Ich kann mich noch an so ein Haus erinnern, da war so eine runde Door, so eine runde Tür und okay. Ich hab's gefunden. Bilbo Baggins. Die Gewehr sieht da alle. Was ist bei den Kindern los da? Was war das denn jetzt gerade für ein Shot? Das ist eigentlich der Bart da echt? Kein Zutritt. Außer, okay. Das ist alt geworden, der Typ. Das sind halt diese Shots, die so gedreht wurden, mit Perspektive und so, ne? Das ist echt gut geworden, muss man zusagen. Der scheiß Drecksterbe. Oh, da ist ein Drache. Ein bisschen dreckig, wie der da so stehst und dann so nach da. Wenn ich so ein Typ, dann laufst du so noch da. Also komplett ins Nichts rein. Ferien. Wer auch dafür? Kann man nie genug haben. Das beste Kraut im ganzen Südviertel. Was für ein Kraut? Die sind auch. Oh, Ja. Alter, krasse Special Effects wieder am Start. Aber es gab ja schon diesen I want Moment, also diesen, ich brauche Ferien, ich will nur weg. Mein Break jetzt wird am Ende nicht mehr so sein. Der fucking Gandalf mit seinem scheiß Feuerwerk da. Der Pyrotechniker. Shot von oben, die kleinen Drecksteppen wirken ein bisschen doof, weißt du, was ich meine? So, schon klein, nicht klein, ne? Genau. Also Gandalf auch groß von alleine, also. Stilistisch und Gandalf POVs. Was? Okay. Jetzt, was jetzt? Warum redet der so leise? Der hört doch keiner da, der hat kein Mikrofon. Er geht. Jetzt ist der Dingsmoment, weißt du, was ich meine? Nein, Digga, was ist los passiert? Was ist denn jetzt passiert? Der ist unsichtbar, was? Hä? Man sieht nur Treppen so. Aber man merkt schon mal, dass der so ein Typ ist, der ein bisschen so rätselt, was soll ich meinen so. Wie ist der jetzt hingekommen? Das ist ein Zauberer, ja. Scheiße. Das sollte nur ein kleiner Spaß sein. Ach, wahrscheinlich hast du wieder recht. Kleiner Spaß und der recht wie immer. Ah, ja. Mach mal ein bisschen Charakter, was soll ich meinen? Was ist los bei dem? Der wird auch was zum fucking Gollum. Jetzt ist gerade die Debate übrigens, würde ich schätzen. Also weg gerade diesen Incident. Jetzt kommt die Debate und dann geht's gleich weiter mit dem Break in Act 2. Also Act 2 halt fängt dann an. Hat er den Ring jetzt abgegeben? Du hast ja den Ring immer noch. Schmeißt er ihn auf den Boden? Unfreundlich. Bisschen Ring-Pio wieder und ein bisschen seitwärts, okay. Was jetzt? Ein Auge. Ja, erstmal ein bisschen smoken wieder. So ein Ultra-Close-Up da von seinem scheiß Gesicht. Was ist da los? War gerade ein intenser Moment, sag ich dir. Break in two, Fragezeichen. Was ist jetzt? Was Großes kommt da? Man sieht es nicht. Man sieht das Gesicht nicht. Man sieht das Ding überhaupt gar nicht. Was sind das für komische Viecher? Ich meine, das ist alles schwarz. Also ist auf jeden Fall böse. Das Ding jetzt sau, aber naja. Save the Cat. Also der hat den Hund getreten, oder wie das mal heißt in dem Buch. Keine Ahnung. Hey, ist denn... Ich dachte, der Protagonist oder was? Ich meine, es war auch die erste, die man gesehen hat, so. Dunklen Herrscher und über den Untergang der Welt, aber... Nichts Wichtiges, alles gut. Mal zwei Hobbits. Wandte sich mehr auf. Das ist einfach ein fucking anderes Feld. Guck mal, die Krähe zeigt die Richtung da auch. Wo die hingehen. Das heißt, wieso ist er so falsch rum? Ein krasser Dolly-Dings da. Digga, was ist das für ein... Geld, sag mal. Das Ding ist komisch.
Und dann ist der Winkel auch komisch. Und da war das Auge. Sauer hat reingelunzt, sag ich dir. Die Stakes risen und er kann hier raus, um ihn zu warnen. Der Zuschauer war jetzt mehr. Wieder mal war der Zuschauer mehr als der Charakter. Oh, super. Was war das denn gerade für ein. Und wieder der Winkel ist wieder am Start. Das sieht gar nicht gut aus. Schon wieder. Schon wieder. Er dreht richtig durch. Das sind jetzt aber die Gefährten, sagst du? Dann bin ich von der Straße runter. Oh, die Straße. Scheiße, Mann. Oh. Oh, guck mal, der Leute mit dem Zoom zusammen. Man hört nichts. Musik ist auch weg. Okay, man sieht nur die Füße. Das Pferd wieder. Das böse Pferd wieder am Start. Boah, jetzt sieht man die ganzen Viecher da. Und der ist am Arsch jetzt. Aber er hat uns halt nicht hier benutzen. Er war auch die B-Story, war auch mit dem Gandalf das Zeug. Und dann wieder zur A-Story da. Das macht er. Das ist aber dieser Blake Schneiders. Beachhead ist einfach da. Unfassbar. Jetzt mal Jesus. Wer ist das denn? Aber man sieht diesmal ein bisschen mehr Gesicht, aber kein. Man sieht's nicht, weil man hat die Augen schon mal gesehen. Das ist schon mal ein bisschen mehr als den dunklen Drecksteppen da eben. Er fängt ihn auf. Oh nein. Aber der ist gut, oder? Hab ich das Gefühl, der ist gut. Der ist zwar auch schwarz gekleidet wie der Typen, aber der ist gut. Ich muss übrigens sagen, ich hasse Leute, die während des Films einfach reinquatschen. Also das nervt echt, muss ich sagen. Das ist echt scheiße. Nach dem Save the Cat Blake Schneiders Beachheat müsste jetzt gleich der Midpoint kommt, get what they wanted. Aber irgendwas passiert gleich. Guck mal, der erste Erfolg, sag ich mal. Ich muss immer so viel labern mit dem Zitatrecht, also nicht wundern. Ja, die können nicht sterben. Haben die, ist nicht gerade schon. Hey, was ist los? Ich verstehe es nicht. Ach, es war nur ein Prank! Hier der Winkel bei dem Typen. Sauer und da, Kamera schräg. Direkt alles am Arsch. Kann ich irgendwie fliegen oder so? So ein Zauberer. Warum reißen die Bäume raus? Weil das irgendwie Sinn. Wo ist der Typ jetzt hin? Der Flasche ist gerade weg jetzt. Komm, man sieht sein scheiß Gesicht immer noch nicht, muss man zusagen. Was ist das denn? Ist er jetzt echt erstaunt worden von dem Typ oder war es nur ein Prank? Warum ein Sekt als Symbol für irgendwas oder was? Der ist das zugeflüstert, das ist halt so eine Brieftaube oder was? Da ist das Loch, ja, ich hab's gefunden. Versteht ihr die überhaupt? Nein, da sind die Drecksteppen auch. Scheiße. Schwarzes Pferd, weißes Pferd. Wieder mal die dunkle Seite der Macht. Die fangen die nicht ein, sag ich dir. Da kommt jetzt noch ein bisschen Magie oder was. Können nicht ins Wasser, was bei denen los? Was hat die gemacht? Warum sind die stehen geblieben? Warum ist die stehen geblieben? Ist die bestimmt dumm oder was? Jetzt bald die Magie rein. Ich habe es gesagt eben. Ich bin einfach Profi. Oh, okay. Was ist denn auch geil? Komm rein in die Richtung, sind die dumm? Was sind die komplett Bienen? Was ist los bei denen? Geht denn was zu der reiten sollen? Oder reiten können wir von mir noch zurück, aber noch nicht so. Was? Wiederbelebung 1A. Wer ist das denn? Die erste Hilfe-Kurse macht bestimmt Wiederbelebung so. Gandalf. Wie ist der denn gekommen? Das Vieh ist wieder da. Okay, jetzt ist ein größeres Viech da. Ist ja die Kamera durch Gandalf durchgegangen? Ja, Mittelpunkt vom Film erreicht. Ja. Ist er jetzt bei der Beutling oder was? Ein bisschen älter geworden, habe ich gehört. Nach Hause. Du hast recht, Sir. Er hat sich vor langer Zeit von diesem Weg abgewandt. Oh, wer denn? Hat sich für das Exil entschieden. Ach ja, der. Ja. Du bist Isildurs Erbe. Wessen? Du bist nicht an sein Schicksal gebunden. Ach, das. Ah, jetzt, meine Kind. Zu der Ähnlichkeit. Ja. Jetzt ist gerade mir langweilig. Da ist der Typ aus dem fucking Meme. Aratonzo, du bist ihm zur Treue verpflichtet. Oh. Aragorn. Ich denke, das ist wie Eragon. Lol. Haha, kennst du Eragon? Legolas. Das ist Legolas, habe ich schon gehört. Scheiße. Da ist es. Nice. Hier will ich sterben, als dass ich den Ring in den Händen eines Elben sehe. Rassistisch hier im Staat oder was bei dir los? Man braucht Leute mit Verstand für diese Abenteuer. Was auch immer. Dann wirst du gewiss nicht ausgewählt, Pip. Hohoho, aber auf No-Front-Basis. Nee, so nicht. Was ist denn hier für ein Kummel, Alter?
fetten Krümmel hingelegt. Ein Kack-Dreck-Step frisst hier irgendwie Keks oder so. Den Weg durch Moria würde ich nur einschlagen, wenn ich keine andere Wahl hätte. Meine Prediction ist, die geht da durch. Dann einen noch gefährlicheren Weg. Alter, das war ein richtig krasser Zoom, Digga. Was labert der, ey? Was labert der denn? Na, ich mach ein Telefon, aber halt, ne? Wir texten SMS des Herr der Ringe mit Felsen. Ich hab keine Ahnung, was labert. Tut mir leid. Lasst uns den Weg durch die Minen von Moria gehen! Ah, ich habe gesagt. Am Telefon wieder. Wie heißt das elbische Wort für Freund? Oh, Ticking Clocks. Hey. Hätte mal vorher Gandalf more like Drecksgalf. Orks. Oh, oh. Jetzt kommt das Viech da aus dem Wasser raus. Oh, so eine komische Riesenkrake. Und es zoomt wieder ran. Kritische Momente. Ah, okay. Einen guten Riecher, so wie Linus. Wenn du den Witz nicht verstehst, musst du mal einen Vlog angucken. Oder Heino. Kannst ja auch so. Das sind auch nur ein paar Säulen, was da los ist. Wozu ist das da? Das ist gar nichts. Boah, das ist aber ein dickes Buch, ey. Ich hab das gelesen. Und war gerade dabei. Ist leider verstorben währenddessen. Gutes Versteck auf jeden Fall, muss ich sagen. Good News. Der Typ ist tot. Bad News, der ist nicht mehr so ganz da. Noch mehr Good News. Der Bart, der sieht gar nichts mehr, der Dreckste. Ist doch schon alt, der kriegt das doch nicht. Okay, doch. Der kann Bart. Der ist gut. Das ist der Letzte jetzt, dass er rüberspringt. Der mit dem Ring. Ja, okay, ist dramatischer so. Okay. Aber ich meine, von der Logik, von den Drecksteppen, da ist schon ein bisschen gut. Mal dazu so. Ja, der stirbt jetzt. Ich glaube, noch nicht in dem Film. Mit dem zweiten Teil oder so. Im dritten, aber nicht in dem Teil. Du kannst nicht vorbei! Der Meme. Das war eigentlich schon cooler. You shall not pass. Ist das eine Peitsche? Warum denn eine Peitsche? Oh, Scheiße, Mann. Der Gunny. Jetzt, der Rolllocker wieder zurück, sag ich dir. Ja, okay, ja. Ich meine, natürlich macht das Sinn, weil halt der Mentor, und dann krepiert der Mentor, ist Gandalf gerade wirklich gestorben, was ist los? Also es war zu erwarten, aber ich hab irgendwie gedacht, na, das ist so Herr der Ringe 1, da kommen noch drei andere. Also zwei andere, ich, boah, ich kann nicht, ne? Ja, genau. Den weißen Turm Ecthelions. Noch ein Turm? Da kommt dann vielleicht der nach und zweiten Film her, weil das zwei Türme sind. Der gute Turm und der böse Turm. Und dann... Ja. Möchtest du in den Spiegel schauen? Was werde ich sehen? Dich vielleicht? Warum ist die grün? Digga, die fucking Frames da, definitiv stabil. Aber vielleicht ist ja auch extra, weil das so komische Drecksteile sind, dass dann auch die Frames ein bisschen lang weniger sind, weißt du, was ich meine? Die benutzen den Ring schon wieder zum Schluss bei mir. Das ist der aus dem Lego Batman Movie, da habe ich ihn schon mal gesehen. Den Turm. Digga. Drei. Trikolon. Ich glaube kaum, dass wir sie wiedersehen werden. Vielleicht doch. Bestimmt doch. Das war was? Da fehlt doch noch ein bisschen was. Wenn ich auch auf Teil 2 und 3 reagieren soll, lass mal ein Like da. Und hier siehst du meinen neuesten Film, wenn der bald online kommt. Weil jetzt bald kommt gleich mein nächster Comedy-Kurzfilm raus. Geht diesmal über Mafia. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss.